Howdy Leute, euer Mifftacker hier und heute gibt es ein kurzes Video zu The First Descendant. Bei dem Ganzen steht eine Beta an und ich werde euch heute in dem Video eben mit den wichtigsten Informationen füttern. Wann beginnt das Ganze, wann beginnt der Pre-Download, für welche Systeme und so weiter und so fort. Das gucken wir uns gleich an. Erstmal vorab kurze Informationen für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. The First Descendant, was ist das Ganze? Es ist ein Third-Person-Loot-Shooter. Möchte ich mal behaupten, es wird ein Live-Service-Game werden. Das heißt, das Ganze wird dann hinterher auch übergehen in ein Season-Modell, so wie ich das bis jetzt verstanden habe. Es geht in The First Descendant darum, dass ihr einer dieser genannten Nachfahren seid und das Land Ingris vor der Invasion der bösen Vulgus beschützen müsst. Ja? Bei dem Ganzen kommen auch noch Kolosse vor und so weiter. Ihr seid auf jeden Fall einer dieser mächtigen Nachfahren und müsst dieses Land beschützen. Wo hat das Ganze seinen Kern? Ich würde behaupten, es ist sehr, sehr viel Warframe. Zum Großteil ist es Warframe. Es gibt natürlich manche, die das auch ein bisschen mit Destiny 2 vergleichen. Ja, wenn man jetzt die Skillsets der einzelnen Nachfahren irgendwo mit Destiny 2 in Verbindung bringt, sieht man da auch ein paar Parallelen. Aber grundsätzlich, der Kern des Spiels ist einfach sehr, sehr viel Warframe. Das wird einmal den Grind betreffen. Das wird sehr viele Mechanics in-game betreffen, ja, das heißt, wie ihr euren Descendant moddet, wie ihr die Waffen moddet, wie es da ausgeht mit Elementen, mit Resistenzen und so weiter. Das ist wirklich hauptsächlich Warframe und das mag der eine gut finden, der eine mag das nicht so gut finden. Deswegen habt ihr ja jetzt eine Beta, die ansteht, wo ihr euch das Ganze angucken könnt. Okay Leute, jetzt erstmal ganz kurz auf der offiziellen Seite, da habt ihr sehr, sehr viele Informationen, wo ihr euch selber vorher nochmal ein bisschen einlesen könnt, ja, das heißt hier Hintergrund, die einzelnen Charaktere, für die Crossplay-Beta und so weiter und so fort. Wir werden uns jetzt mal eben nur die wichtigsten Sachen angucken und zwar, wenn ihr auf Neuigkeiten geht, da habt ihr erstmal schon mal ein paar Sachen, die ihr für euch selber nochmal durchlesen könnt. Das werde ich jetzt nicht machen, das ist zum Beispiel einfach die Death Note. Hier habt ihr auch einen Game Guide, was die Special Operations und die Void Intercept Battles angeht. Also die Void Intercept Battles, das sind halt so Bossfights, ja. Ich werde euch da auch nochmal gleich ein bisschen was zu sagen, ein bisschen Gameplay zu zeigen. Aber grundsätzlich erstmal hier Informationen über die Crossplay Beta. Ja, da ist es so, hier steht halt der Beginn. Und zwar ist das am 19. September, der Dienstag, bis zum 25. September, den Montag, um 0 Uhr PDT. Das müsste, glaube ich, bei uns morgens irgendwann sein, 8, 9 Uhr oder sowas. Also Dienstagmorgen, wenn das Ganze beginnt. Für welche Plattform? Das Ganze geht für die Xbox Series X und S, für die Xbox One, PS4, PS5 und natürlich Steam, PC. Das heißt, alle Plattformen sind abgedeckt. Ihr müsst euch auch nicht irgendwo jetzt nochmal registrieren oder sowas. Das Ganze ist eine Open Beta. Werdet ihr dann einfach in euren Stores finden und könnt das Ganze runterladen. Hier steht es auch, wie ihr teilnehmt. Da das eine Open Beta ist, heißt, dass ihr da einfach in eure Shops reingehen könnt, das Ganze runterladen könnt und loslegen. Der Pre-Download beginnt am Montag, den 18. September um 0 Uhr PDT. Das heißt, das ist dann Montagmorgens. Da könnt ihr das Ganze dann schon mal runterladen. Pre-Download on the platform of your choice, Steam, Xbox, PlayStation. Ja, also auf allen gibt es einen Pre-Download. Ihr solltet für eine bessere Performance im Spiel natürlich zusehen auf dem PC, dass ihr eure Grafikkarten-Treiber up-to-date habt. Was haben wir für Content in der Beta? Ich habe ja eine Creator-Beta gespielt. Das heißt, ich konnte auch ins Endgame. Ich hatte alle Descendants auf Max-Level mit Max-Gear, mit Max-Waffen. Und konnte da natürlich auch schon mal die Bosse im Hard-Mode und sowas antesten, was sehr cool war. Da werde ich aber gleich hinten dran nochmal ein bisschen was packen, ein bisschen was zu sagen. Ihr habt auf jeden Fall in der Beta die 11 Standardcharaktere, 2 ultimative Charaktere. Ja, das heißt, die ultimative Charaktere, das sind so wie die Primes in Warframe, eine verbesserte Version des normalen Descendants. Wir haben 3 Open-World-Fields, also was heißt Open-World, das ist ähnlich wie die Planeten in Destiny, nur noch ein bisschen größer, würde ich sagen. Wir haben 50 Waffen, wir haben 300 Module. Die Module, das ist einfach so wie in anderen Spielen Mods, ja, das heißt, damit verbessert ihr eure Descendants oder eure Waffen. Ihr habt da so Möglichkeiten wie Crit-Chance erhöhen, mehr Crit-Schaden, Elementarschaden und so weiter. Es ist ein Haufen, also für Buildcrafter ist das ein Traum, was ihr da an Modulen habt und was ihr da hin und her machen könnt. Jeder, der Warframe schon gespielt hat, der weiß, wie sehr man da einen einzelnen Charakter verändern kann im Crafting durch Module, durch Mods. Das ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. Dann, was jetzt natürlich in der Beta ist, der Grappling Hook, der ist verbessert, die UI ist verbessert, generell eine verbesserte Kampferfahrung, Charakter and Skill Balancing, also da wurde zu der ersten Beta wurde da auch nochmal einiges gemacht in Bezug der Skills der Descendants.
Customizing, also eure Descendants vom Outfit anpassen könnt und so weiter und so fort. Da zeigen wir aber auch gleich nochmal ein bisschen was zu. Dann eine sehr andere coole Sache, was bei The First Descendant sein wird, das Ganze wird Cross-Progression sein. Das heißt, ihr könnt auf einer Plattform spielen, ja, ihr müsst dann natürlich, hier steht das Ganze, wie ihr eure Accounts verlinkt, ja, also ihr müsst das Ganze dann mit Nexon verlinken. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel auf der Xbox spielen und könntet mit dem Stand des Spiels dort auf dem PC weitermachen. Sehr, sehr cool, ja, das heißt, wir haben Cross-Play und Cross-Progression. Sehr, sehr gut heute. Dann Sprachen, da muss man natürlich sagen, ihr werdet, natürlich Audio ist in den meisten Fällen so, Englisch oder Koreanisch, aber auch Text habt ihr leider in der Beta jetzt aktuell nur Englisch zur Verfügung, ja. Das heißt, ihr werdet euch da schon zurechtfinden. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen blöd, aber gerade bei den Modulen und so, da ist das alles eigentlich relativ eindeutig. Ihr werdet euch da zurechtfinden, auch wenn ihr der englischen Sprache nicht so mächtig seid. Macht euch da nicht allzu viel Sorgen. Ihr habt natürlich auch schon das Social-System, ja, das heißt, ihr könnt Freunde, könnt ihr quasi akzeptieren, ihr könnt Partys mit denen aufmachen und so weiter, das haben wir auch schon in der Creator-Beta machen können. Ja, das sind erstmal so die wichtigsten Sachen, die ihr wissen müsst für die Beta an sich, und jetzt gehen wir noch ein bisschen dazu, was so mein Eindruck ist von meiner Beta, von dem Endgame, was vielleicht noch so der ein oder andere Schwachpunkt ist und wo noch ein bisschen nachgesteuert werden muss, was ich aber auch persönlich schon an der Beta sehr, sehr geil fand. Wie gerade erwähnt, habe ich dann ja schon ein bisschen in das Endgame schnuppern dürfen. Ich habe Bosse gemacht, ich habe auch schon diese, ich sag mal, ich nenne es einen Horde-Modus. Ja, ihr habt dann auf den Welten selber, habt ihr dann nochmal so Endgame-Horde-Modus. Im Endeffekt so ein Survival-ähnlich ist das Ganze. Ihr startet quasi auf einer Welle, die dann noch relativ leicht ist, und jede Welle, die hinzukommt, wird schwieriger. Es kommen neue Ads hinzu, die neue Fähigkeiten haben und so weiter und so fort. Dort könnt ihr dann auch Loot farmen. Persönlich ganz cool, da ist so der einzige Knackpunkt, den ich sehe, dass es relativ lange dauert, wenn ihr dann erstmal Endgame-equipped seid, bis ihr in dieser Welle kommt, wo der Loot dann relevant wird. Das heißt, ihr müsst das Ganze dann jedes Mal ja wieder von Welle 1 spielen, und das Ganze dauert schon relativ lange, bis ihr dann in dieser Welle seid, wo man an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt lohnt sich der Loot, jetzt wird es profitabel. Das ist so ein bisschen okay, ja, muss man erstmal drüber wegsehen, das ist dann halt einfach so, dann muss man hier diese halbe Stunde oder wie lange auch immer das jetzt dauert, es war aber schon relativ lange, bis ihr dann zu diesem Punkt kommt. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, okay, da muss man vielleicht mal gucken, ob man das ein bisschen beschleunigen kann in der Zukunft oder dass man direkt ab einer gewissen Welle starten kann. Das wäre für mich persönlich noch interessant. Der andere Part vom Endgame sind diese Void Intercept Battles, ja, wo ihr gegen... Ich sag mal, Boss ist wie so kleine Mini-Raids. Ihr geht in einen Raum rein, und dort steht nur ein Boss. Und die Bosse haben unterschiedliche Mechaniken. Die Bosse haben unterschiedliche Resistenzen. Das heißt, es gibt zum Beispiel Bosse, die sind sehr resistent gegen Feuer. Das heißt, ihr könnt natürlich dann nicht mit eurem Feuer-Loadout, mit dem ihr den vorigen Boss gemacht habt, der vielleicht ein Eisboss war, könnt ihr reingehen. Dann bringt das nämlich gar nichts. Und es ist auch so, dass ihr in diesen Mini-Raids, in diesen Boss-Rushes, ein Time-Limit habt, ja, von 10 Minuten. Das heißt, wenn ihr da reingeht und ihr habt nicht wirklich gute Gear und ihr habt euch abgesprochen mit eurem Team, was die Loadouts angeht, was die Zusammenstellung angeht, dann werdet ihr es einfach nicht schaffen, weil ihr einfach innerhalb dieser Zeit es nicht schafft, diesen Boss zu töten. Das heißt, es muss da wirklich passen, der Damage der einzelnen Leute, die Teamkonstellation muss passen. Dann ist es so, die Bosse haben einzelne Crit-Points, ja, das heißt, bei dem einen ist es dann zum Beispiel die Schulterplatten, die leuchten dann auch so gelb auf, wenn ihr dagegen schießt. Da könnt ihr euch dann zum Beispiel mit dem Enterhaken dran ziehen und könnt die dann auch abreißen oder kaputt schlagen. Wenn ihr die Weak-Points von den Bossen kaputt macht, dann macht ihr natürlich auch mehr Schaden. Ja, das heißt, Weak-Points sind auch wirklich wichtig. Mancher Boss zum Beispiel hat auch Weak-Points dann an den Waden. Das heißt, ihr müsst gucken, dass vielleicht einer von vorne die Aggro zieht, der andere geht hinter ihn und versucht dann die Weak-Points abzuschießen. Das alles fand ich rundum sehr, sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem gehen die Bosse dann auch irgendwann in so einen Enrage-Modus über. Da sind sie immun und sie haben nur noch einen Crit-Punkt. Und ihr müsst diesen einen Crit-Punkt quasi zerstören, um diesen Boss aus dieser Immunphase rauszuholen. Weil in dieser Immunphase bekommt er zusätzliche Skills dazu. Ja, das seht ihr auch so ein bisschen da im Hintergrund im Gameplay. Der eine macht dann auf einmal so die ganze Zeit Ketten. So, der Eisboss hat dann so eine riesige Eisbubble gemacht. Wenn ihr da drin seid, werdet ihr sehr schnell gefriest und sterbt dann auch wahrscheinlich. Das heißt, ihr wollt natürlich diesen Boss so schnell wie möglich aus dem Enrage-Modus rausholen.
Das persönlich hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil The First Descendant ein Spiel ist, wo ihr in Bewegung seid. Es ist sehr schnell vom Gameplay her. Ihr müsst in Bewegung bleiben. Das heißt nicht so, wie wir es zum Beispiel aus Destiny 2 kennen, von einem Boss, ihr stellt euch im Brunnen und bleibt da stehen. Nein, ihr müsst dort in Bewegung bleiben. Ja? Das ist wirklich wichtig und das macht mir persönlich Spaß. Deswegen hat mir Rulk zum Beispiel auch so viel Spaß gemacht, weil es mal ein Boss war, wo ihr in Bewegung sein müsst. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Der einzige Nachteil, den ich da sehe, es sind aktuell noch relativ wenig Bosse. Da muss man natürlich auch gucken, wie sich das dann wirklich verhält vom Loot her, weil die wirklich hohen Bosse, wo ihr dann auch Max-Level-Loot bekommt, die sind dann schon wirklich sehr schwer und den Weg dahin erstmal zu ergrinden, das wird ein sehr, sehr langer Weg, glaube ich. Da müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze verhält. Grundsätzlich finde ich es aber sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Der einzige Nachteil vielleicht, den man jetzt noch sagen kann, dass das jetzt im Endgame dann auch erstmal schon alles war. Das heißt, wir haben die Bosse und wir haben im Endeffekt diesen Horde-Modus. Mehr ist es aktuell nicht gewesen, zumindest in dieser Creator-Beta, die ich gespielt habe. Sie haben aber in dem Dev-Talk auch schon gesagt, dass sie es so machen wollen, es sollen Raids kommen, es sollen Dungeons kommen. Da muss man einfach mal abwarten, ob das jetzt erstmal nur leere Versprechungen bleiben oder ob das halt auch wirklich kommt. Ich würde mir es auf jeden Fall wünschen, ich würde es feiern, weil grundsätzlich der Kern des Spiels gefällt mir sehr, sehr gut und ist sehr, sehr spaßig. Ja, es ist natürlich für viele wieder nicht so die Erfüllung, weil Third Person ist und nicht ein First Person Shooter. Aber ich persönlich habe damit gar kein Problem. Ich mag auch Third Person Shooter unwahrscheinlich gerne. Vor allem, wenn sie darauf ausgelegt sind, dass ihr so wie hier viel in Bewegung seid, viel am Moven seid, finde ich das schon sehr, sehr gut. Ja, das sind im Endeffekt so erstmal so mein erster Eindruck. Nochmal ganz kurz vielleicht zu dem Buildcraften, weil ich ja in Destiny 2 auch sehr, sehr viel Buildcrafting mache. Dort könnt ihr euch wirklich austoben. Ich sage euch, es gibt so viele Module. Ihr könnt die Waffen auf einzelne Elemente bauen. Ihr könnt sie auf puren Damage bauen. Ihr könnt eure Descendants auf Skillschaden bauen oder auf Survivability. Es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Das wissen aber auch schon die ganzen Leute, die Warframe gespielt haben. Da ist es hier ähnlich. Genauso ist es auch ähnlich mit diesem, dass ihr euren Descendant dann auf Max-Level bringen müsst, dann müsst ihr ihn resetten, dann bekommt ihr quasi eine Polarität für diesen Mod-Slot. Ich habe da jetzt leider kein Gameplay zu, weil ich nicht so viel Gameplay aufnehmen konnte. Und da können dann teurere Mods rein, weil da werden dann die Kosten reduziert und so wird nach und nach im Endeffekt euer Nachfahre zu einer absoluten Maschine rangezüchtet, ja. Das ist im Endeffekt so mein erster Eindruck. An sich das Gunplay, muss ich sagen, finde ich auch ganz okay. Gerade so Handcannons fühlen sich unwahrscheinlich wuchtig an. Ja, auch wenn ein Third-Person-Shooter vom Gunplay natürlich nie so an einen First-Person-Shooter rankommt. Trotzdem merke ich da schon so die Wucht, wenn ich mit einer Handcannon spiele. Und das habe ich auch sehr, sehr genossen. Ja, bevor ich mich jetzt hier weiter verliere, spielt die Beta einfach. Macht euch einen eigenen Eindruck zu The First Descendant. Und guckt vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Lasst nicht immer erst sofort so vom Ersteindruck vielleicht so. Geht schon mal ein bisschen rein in den Grind. Weil das ist natürlich wie in jedem Spiel. Je höher ihr vom Level kommt, desto besser die Gear wird, desto besser die ganzen Mods werden und so weiter. Desto stärker werdet ihr und desto mehr Spaß macht das Spiel auch. Weil ihr dann natürlich auch seht, okay, jetzt langsam wird's wuchtig. Ja? Also das heißt, gönnt euch ruhig mal eine Zeit. Sagt nicht irgendwie nach 5 Minuten, ja, das ist jetzt nichts für mich, Third Person. Geht mal ruhig ein bisschen rein in den Grind. Spielt die Story. Ihr habt ja ein paar Tage Zeit. Und ja, das war's von mir, Leute. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao. Give your lives for Kippoff. It's the Ironheart. This could wipe out all of the Volgus, right? That's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have.